Und da sind wir wieder bei zurück bei Tomb Raider. Wir haben gerade den Rucksack hier aus der Höhle geholt. Irgendwo. Da hinten, aus der Höhle. Und dann können wir ja wieder zurück zu Roth gehen. Theoretisch. Ah ja, hier oben ist was. Ah. Oh, ist doch viel cooler. Gimme. Njung. Da war doch gerade noch ein Seil, das habe ich doch irgendwo gesehen. Das Seil meinte ich zwar nicht, aber... Da hinten. Sieht ein bisschen sehr verwundet aus, muss ich sagen. Gut, flicken wir dich zusammen. Ah, ja, schon schwere Wunden durch solche Hunde. Die hat der Lara auch gerade zweimal umgebracht. Nicht gut aus. Nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Den Sender, ja, den. Gut gemacht. Den Sender, genau. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll. Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Und wer wird das wohl sein? Natürlich die Lara. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Bist du so eine Croft? Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch, bist du. Du weißt es nur noch nicht. Die Stemmaxt. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte. Sei vorsichtig, Lara. Bin ich. Ich kann mir irgendwie noch nicht so ganz zusammenreimen, wann dieser Teil spielen soll. Also in den vorigen Teilen war sie ja wesentlich mutiger, wie ich ja vorhin schon anmerkte. Naja. Kletterachs. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Drücken Sie E, um zu klettern, aber ich drücke erstmal E, um das Lagerfeuer zu machen. Überlebensupgrades. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für... Was wollen sie? Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt erstmal den Skill Pfeile wiederfinden geskillt. 3 von 10 Laras Tagebücher aktualisiert. So, an welcher Wand soll ich das ausprobieren? Nehmen wir erstmal die. Die sieht doch recht danach aus, ja. Komm da rauf. Wie geil, oh. Krasse Scheiße, ey. Wahnsinn. So, da gibt's noch mehr Wände zum Klettern. Die nehme ich doch gleich mal mit. Geil, geil.
Schon nice gemacht, muss ich sagen. Ah, okay. Nach links, Mensch. Nach links bewegen und leer drücken, um hinüber zu springen. Aber gern doch. Nein, 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 oh mein Gott. Hihihi. Okay. An der Wand anhaken. Okay, man muss nicht unbedingt springen. Die kann auch so normal hochklettern. Gräber, erkunden Sie Gräber, um Ihre Belohnung zu erhalten. Achso, der. Ach ne, hätte ich nicht hochlaufen können, oder? Na egal. Suchen wir uns erstmal eine schöne Stelle zum Klettern. Aber mit Jumpen macht das viel mehr Spaß. Oha. Darüber soll ich jumpen? Oh mein Gott. Na gut, wenn ihr das wollt. Dann mache ich das einfach mal. Oh. Triple Headshot. Und soweit ich sehe, sind hier keine anderen mehr. So, wo ist die Leiche? Weggespült. Schade. Da haben wir noch einen Geocache. Da hätte man sie wahrscheinlich anschleichen können. Das Tagebuch. Ich habe mit einigen Botschafterentdeckungen der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar: Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen, doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt, die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ja, schön über. Da fehlt zwar noch eins. Schön, was über so eine Königin erfahren. Sehr schön. Aber noch Pfeile brauchen wir noch? Brauchen wir nicht. Wir sind voll. Haken wir uns hier gleich mal wieder an der Wand ein und. Weiter geht's. Give me fire. Bergungsgut wieder, schön, schön. Ah, da oben ist das Ziel. Hab ich mich gerade erschrocken. Rüber. Gerade so. Aber ja klar. Schrei um Hilfe, finden Sie den Bunker. Wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen Ihre Spur. Gut.
versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Du müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Naja, hier ist was zum Jumpen. Tu ich auch. Okay, zu viel Munition verschwenden. Einmal den Kopf nach oben, du bist tot. Hat er gesagt. Waffenmodifikation verfügbar. Etwas merkwürdig, aber gut. Und da schleichen wir uns wieder durch den Spalt. War schon merkwürdig, dass die hier überall sind. Okay, meine Fackel ist ausgegangen. Jetzt schütze ich wieder die Aufnahmen an, am nächsten Lagerfeuer. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Ein Kurzschluss. Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Etwas zu jung für ihn. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich seh mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Geheime Filmaufnahmen. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. 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 Etwas nervös? Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen ja, nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Immer schön Komplimente machen. Das überzeugt Dr. die Leute James immer. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang.
Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Laura. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Genau, da ist irgendwo der Sturm. Oder nicht. Ist ja auch egal. So, sie hat sich die Aufnahmen wieder angeguckt. Und ist hoffentlich bereit zum Weitergehen. Reiß dich zusammen. Alle Zehen auf. Neues Lager entdeckt, bestätigter Tunnel. Und eine neue Reliquie. Ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Okay, ansonsten ein paar alte Zeichen da drauf. Ansonsten nicht mehr. Dann machen wir wieder einen kleinen Schnitt und bis zum nächsten Mal.